Und am Landgericht Freiburg ist unsere Reporterin Constanze Schulze. Wie begründete die Richterin dieses Urteil? Vor einer Viertelstunde ist die Verhandlung hier vor dem Landgericht Regensburg zu Ende gegangen. Damit ist das Wiederaufnahmeverfahren gegen Guste Mollert abgeschlossen. Man sieht das hier auch im Hintergrund. Gerade Guste Mollert ist auch nach draußen getreten, steht den Medien teilweise für Interviews zur Verfügung. Das ist eine angespannte Situation für ihn. Jahrelang hatte er auf dieses Wiederaufnahmeverfahren hingearbeitet, hat dafür gekämpft. Das sollte hier der große Tag für Guste Mollert werden. Das Landgericht hat ihn freigesprochen. Die Vorsitzende Richterin hat aber auch gleich zu Beginn erklärt, dass das ein schwieriges Verfahren war, dass sie sich sehr schwer damit getan hat, hier ein Urteil zu fällen. Vor allem auch, weil die Taten Jahre zurückliegen und weil sich Mollert selbst und seine frühere Ehefrau nicht konkret zu diesen Tatvorwürfen geäußert hätten. Das Gericht hat hier einen Freispruch gefällt. Die Vorsitzende Richterin hat aber auch ganz deutlich gemacht, dass sie der Meinung ist, dass Guste Mollert die ihm zu Last gelegten Taten begangen hat. Das Gericht ist also davon überzeugt, dass Guste Mollert seine frühere Ehefrau getreten, geschlagen und gewürgt hat. Das hat die Richterin hier sehr lange ausgeführt. Diese Begründung hat mehrere Stunden gedauert. Und das ist ein Ergebnis, das Guste Mollert, den wir ja hier auch gerade im Hintergrund in Interviews sehen, nicht erwartet hat. Dafür hat er nicht gekämpft. Das ist eine große Enttäuschung für ihn hier. Er hat auch während dieser Begründung mehrfach mit dem Kopf geschüttelt, hat sich entrüstet gezeigt, hat starren Blickes in den Saal diese Begründung verfolgt, hat die Richterin nicht angeschaut, hat sich immer wieder Notizen gemacht und hat hier eben auch vor den Kameras erklärt, er wird jetzt weiter beobachten, wie er mit diesem Urteil umgeht, ob er es anfechten kann. Da will er sich selbst erst einmal einarbeiten. Das heißt, die Reaktion war von seiner Seite aus natürlich eher erschrocken. Also er ist freigesprochen worden, aber schuldfrei, das schwebt ein bisschen im Raum. Er sprach ja in diesem Kontext immer wieder von einem Freispruch erster oder zweiter Klasse. Aber eigentlich kennt die Justiz solche Grade von Freisprüchen ja überhaupt nicht. Also das gibt es eigentlich in der Rechtsprechung überhaupt nicht, diese Formulierung Freispruch erster Klasse, Freispruch zweiter Klasse. Es ist ein Freispruch und das gilt in Deutschland vor den Gerichten. Allerdings kommt es auf die Begründung für diesen Freispruch an. Guste Mollert wollte einen, wie er es immer formuliert hat, Freispruch erster Klasse. Er wollte bewiesen haben, dass er unschuldig ist. Er wollte sich hier vollständig rehabilitieren. Dafür hatte er gekämpft, dafür hat er sich eingesetzt. Das hört man auch immer jetzt im Hintergrund, wie es sind sehr viele Unterstützer da, die ihm da auch den Rücken gestärkt haben. So, da kriegt man auch eine Kamera ab im Interview, weil sich im Moment alle mit Guste Mollert unterhalten wollen. Aber ganz klar ist, diese Formulierung gibt es so nicht. Guste Mollert wird hier freigesprochen, aber es wird ihm immer weiter in Zukunft der Makel anhaften, dass er seine Frau geschlagen hat, dass er sie geprügelt hat. Diesen Freispruch wollte er so nicht haben. Sie sind da in einer schwierigen Situation. Es gibt Demonstranten, die wollen diesen Tag für ihre eigenen Anliegen nutzen, drängen sich mit T-Shirts und Zettelchen in den Hintergrund. Wir versuchen das im Augenblick ein bisschen auszublenden und bleiben bei dem Fall Mollert. Um den geht es nämlich hier. Wir sehen auch gerade, die Polizei hinter Ihnen greift jetzt auch gerade ein bisschen ein. Kommen wir nochmal zurück zu Guste Mollert. Das Verhältnis zwischen Mollert und seinen Verteidigern, das wurde ja zuletzt auch immer schwieriger. Ist es dabei auch heute geblieben? Also es ist eine schwierige Situation hier vor Ort. Sie haben das angesprochen, die Unterstützer kämpfen für Guste Mollert. Aber auch das ist immer ein großes Thema gewesen. Es gibt sehr viele Unterstützer, die Mollert den Rücken stärken wollen. Und sogar das hat zu einem schwierigen Verhältnis von Guste Mollert und seinem Verteidiger geführt. Denn Gerhard Strate, ein sehr renommierter Strafverteidiger in Deutschland, der bekannt dafür ist, schwere Fälle zu übernehmen. Sogar er hat sich ein Stück weit mit Mollert überworfen. Er hatte ja zweimal im Laufe dieses Wiederaufnahmeverfahrens darum gebeten, dass man ihm das Mandat entziehen möge. Das Gericht hat ihn dann zu einem Pflichtverteidiger bestellt und das eben auch nur, weil man ihn nicht ziehen lassen wollte. Also eine denkbar schwierige Situation. Strate und Mollert selbst sind hier in den letzten Tagen und auch heute Morgen eher getrennt aufgetreten. Es hat zwar einen kleinen Handschlag gegeben unter den beiden, aber trotz alledem ist das Verhältnis sehr zerrüttet und Gerhard Strate wird sich wohl jetzt auch aus diesem Fall komplett zurückziehen. Ist vorhin auch
auch sehr schnell hier vom Gericht von dannen gezogen. Also das ist schwierig. Das ist auch ein bisschen ein Ausdruck dessen, wie vielleicht auch Mollert eine schwierige Person ist. Wenn er sich sogar mit den Verteidigern überworfen hat, ist das natürlich eine besondere Situation hier vor dem Gericht. Und das hat er ja auch betont. Er wird jetzt auch weiter alleine schauen, wie er mit diesem Urteil umgehen wird. Zum Schluss noch die Frage, Constanze Schulze, ist damit jetzt der Fall Mollert tatsächlich zu Ende gegangen? Das können wir im Moment so klar einfach gar nicht beantworten, denn wir wissen nicht, wie Mollert selbst damit umgehen wird. Er hat ja gesagt, er wird das Urteil prüfen. Welche Möglichkeiten er hat, das ist noch ganz offen. Eines ist aber sicher, dieser Fall hat für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Mollert ist wohl das bekannteste Justizopfer in ganz Deutschland und er wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht müde werden, gegen die Justiz anzukämpfen, gegen das Psychiatriesystem in Deutschland anzukämpfen. Die Unterstützer, die hier auch vor Ort sind, werden da auch weiter an seiner Seite stehen. Also insofern wird wahrscheinlich dieser Fall doch weiterhin für Schlagzeilen sorgen. Constanze Schulze aus Regensburg, herzlichen Dank für Ihre Informationen hier bei uns bei Phoenix.